Hallo, hier nochmal kleiner Film, was die einzelnen Etappen in einem Make-up ausmachen. Du wirst also sofort sehen, ungeschminkt, dann nur Concealer und Grundierung, dann Rouge, Schattierung und danach das Augen-Make-up. Das kannst du in separaten Filmen sehen. Aber schau dir mal diesen ganz kurzen Zusammenschnitt an, wie das aussehen kann, wenn man irgendetwas macht oder es auslässt. Also das wäre jetzt für mich so die Komplettvariante, die immer noch nicht übertrieben aussieht, aber mit der ich froh und gut gelaunt aus dem Haus gehen kann, auch im Moment vielleicht mit Maske, umso schöner dann das Augen-Make-up. Und zu Hause ziehe ich die Maske aus und gucke in den Spiegel und sage, jo, das ist die Michaela, die mag ich noch lieber, weil lieb haben tue ich mich auch ungeschminkt. Also schau mal rein, wie das aussehen kann. Bleib einfach dran in den einzelnen Etappen. Ausgeschlafen, aber trotzdem Schatten. Jetzt ist noch nichts im Gesicht. Mit Concealer hier und hier übers ganze Gesicht ratzfatz. Puder-Make-up. Wenn man sich das so in eine Palette gibt, hat man immer die richtige Farbe zur Hand rund ums Jahr. Und dann mit dem MSB hier unten schön die Kante schattieren, um das Ganze konturierter und schlanker aussehen zu lassen. Dann noch Rouge und schon kann es weitergehen. Die Anwendung vom Brightliner mit den Farben Smoky und Hellgold Beige. Smoky Eye war noch nie so einfach wie jetzt. Das sind die beiden Farben auf dem Handrücken. Und du kannst sehen, der Ton Smoky, das ist kein richtiges Schwarz oder Grau, sondern ein schönes Gemisch von Schwarz, Anthrazit, Braun, sehr gut ausgewogen, damit es tatsächlich zu jedem Hauttyp und Augenfarbe passt. Die Patrone bitte immer während des Schminkens aus der Hand nehmen, denn wenn man so richtig heiße Finger hat und das längere Zeit festhält, dann wird die Masse hier in diesem Stöpsel, denn da kommt sie ja her, zu weich und der Applikator kann zu tief eintauchen. Ansonsten braucht ihr dabei nichts zu beachten. Du fängst an am äußeren Wimpernrand, so ein ganz klein bisschen hier schon hoch, bis ungefähr zur Mitte. Und dann gehst du sofort in die Lidfalte rein, ohne neue Farbe aufzunehmen. Wichtig, erstmal den breiten Lidstrich setzen, damit nicht mehr ganz so viel Farbe auf dem Applikator ist. So ganz leicht über die Mitte drüber. Und dann nimmst du deinen Finger und verwischst das einfach. Zup, zup, zup. Und das Ganze ist im Groben schon fertig. Dann wieder einmal Farbe aufnehmen oder mit dem Rest arbeiten. Das musst du für dich herausfinden, wie intensiv das sein soll. Und dann am unteren Wimpernrand von außen nur bis zur Mitte, nicht bis nach vorne, ganz wichtig, wird in anderen Filmen erklärt, weil wenn man das hier auch noch einstreicht, dann zieht das Auge eher runter und das hebt das Auge hoch. So, das ist schon die Basis vom Smoky Eye. Innerhalb von Sekunden gemacht. Und das Schöne daran ist, das ist jetzt nach ein paar Sekunden, sagen wir mal so nach einer halben Minute, wisch- und wasserfest. Also wenn die Augen tränen, macht das überhaupt nichts aus. Die Farbe bleibt an Ort und Stelle. So, dann schraube ich das mal zu und nehme jetzt die andere Seite, mein Hellgold Beige, und ziehe von hier vorne bis ungefähr zur Mitte. Und wer mag, kann das auch noch ganz klein bisschen hier über die Kugel geben. Also da, wo Augapfel drunter ist. So. Und das ist schon mein Basis-Augen-Make-up. Ich werde da jetzt gleich noch mit dem Smokeliner ein bisschen drüber gehen. Ihr wisst, weil ich hier so einen riesen Abstand habe. Das ist zu hell, das drückt dann schnell nach unten. Nehme ich ein bisschen von meinem, komme ich nicht auf den Namen, Schlupfi. Man wird alt, ne? Und gehe mit dem Make-up-Puschel einfach mit Schlupfi hier so ein bisschen drüber und schon sieht das Ganze ganz anders aus. Augenwinkel habe ich heute schon betont. So, jetzt machen wir noch mal eine zweite Runde. Das wäre jetzt also
Die dezente Variante, wer es intensiver haben möchte, geht nach dem Wischen einfach nochmal am Wimpernrand entlang. Und wer das jetzt noch etwas intensiver möchte, nimmt dann einen Smoke Liner. Aber so finde ich es schon sehr, sehr, sehr weich und trotzdem ausdrucksstark. So, nur ganz zart am Wimpernrand entlang. Und das Ganze bekommt nochmal eine andere Wirkung. So. Ist das einfach? Das ist mehr als einfach. Und zu guter Letzt wollen wir dann auch noch die Wimpern tuschen. Ich bin so begeistert von dieser Smoky-Farbe. So, natürlich habe ich jetzt gekleckert. Wie kann es auch anders sein? Dafür sollte man immer ein Wattestäbchen bereit haben. So, Malheur behoben. Was ihr hier seht, ist ein kleines Muttermal. Das kommt hier ein bisschen durch, ist also kein Fleck. Das heißt, wenn die Wimpern dann noch getuscht sind, dann habt ihr innerhalb von schätzungsweise 2 Minuten, vielleicht sogar weniger, ein schönes, ausdrucksstarkes Auge, was in der Sonne auch noch so ein bisschen brilliert. Oh, da sind so kleine, feine, wirklich ganz, ganz feine Glitzerpartikelchen drin, die der älteren Haut so das Knittern wegzaubern. Das können wir ja alle gut gebrauchen. Und wenn wir das jetzt mit dem Auge vergleichen, die 1,5 Minuten, die sollte man sich doch absolut am Morgen Zeit nehmen, oder? Jetzt drehen wir mal das Licht nochmal auf. Oh. Smoky und hell. Ich muss immer noch überlegen, weil die Farben ganz neu sind. Hell, Gold, Beige ergeben das Augen-Make-up. Andere Auge mache ich dann gleich mit dem anderen neuen Set. Und so sieht das nach diesen paar Make-up-Schritten aus. Wenn du jetzt nochmal vorspulst, das sind ja Welten dazwischen und es ist so einfach, weil du alle Anleitungen hier auf diesem Kanal und auf meiner Shopseite www.makeupcoach.com erklärt und gezeigt bekommst. Möchtest du so aussehen oder wie morgens aus dem Bett? Es ist deine Entscheidung.